Servus und zurück zum Ligabetrieb gegen Miecz Legnica. Das ist der Neuntplatzierte der polnischen ersten Liga. Und ja, die Mannschaft ist uns vor allem in der Jugend bekannt, ne? Die machen ja ordentlich Druck auf uns. Und ja, aber die Profis sind da jetzt nicht so geil unterwegs. Oh, das war ein toller Fehlpass. Ja. Gelb, sofort, lol, zweite Minute, Nabeljadi. Position geht. Also auf der Position ist die gelbe Karte jetzt vielleicht nicht so schlimm. So, jetzt mal schön Konter, kommt alles. Oh, das war so klar, dass du von der Seite grätscht. Normalerweise springen die auch noch so, weißt du, diesen Heber im Lauf, das wäre jetzt optimal gewesen. Und weil er sagt, wolltest du ihnen? Oh Mann! Rumzirkeln wäre die bessere Option gewesen. Rafa Wolski, fünftes Tor bereits als offensiver Mittelfeldspieler. Kamil Wallazar hat die Flanke geschlagen. Zaube. Wie hat die Stimme verschlagen? Zauberhaft gemacht. Ja, ja. Keeper komplett blockiert. Und der Wolski völlig frei. Oh, das war knapp. Oh, jetzt aber kommt Wolski. Ah, da war der Heber gerade. Den hätte er vorher machen sollen. Hähnen. Oh, schon wieder diese. Die werfen sich auch immer so in den Ball, dass du einfach nichts machen kannst. Doch schon wieder. Das war eine gute Abseits-Strategie von meinen Verteidigern gewesen. Sehr gut. Binting, aber keine gelbe Karte. Ja, Grant Berg ganz sicher. Mittlerweile sehr erfahren. Oh, hier ein unnötiger Ballverlust. Lichnowski blockt. Sehr gut. Oh, was ist denn los mit Hähnen? Verdammte Scheiße. So, jetzt komm. Ah. Gerade mal ein 1:0 und das auch nur aus der Standardsituation. Ah, das gibt's doch gar nicht. Jawohl, und schon wieder. Alter Schwede, das ist mir noch nie passiert. Köpfen, ne, scheiß auf Köpfen, egal aus welcher Position, erstmal schießen. Hähnen, schon wieder, Alter, kriegt bestimmt eine 5 oder sowas. Mann. Schön gemacht von Hähnen, komm, du bist schnell. Oh, Mann. Voll in die Haken rein. Ist nicht mal ganz dicht. Standard aber ganz gefährlich bei uns heute. Sehr gut. Binting. Und es ist Halbzeit. Pünktlich. Ja, zwei Standards. Mehr ging nicht bei uns. Das ist ein bisschen mau.
Suarez mal wieder mit einer guten Note. Wolski mit einer 2. Hähnen müsste mal raus. Bring ich den Kovacic. Und ansonsten... Binting fand ich jetzt nicht so schlecht. Keine Ahnung, was da wieder abging. So. Die beiden snacken wir uns mal und dann nehmen wir nochmal die Banas mit. Boah, wow, sehr gut, weiter so. Und dann lassen wir bis auf Hähne nochmal alle raus. Wir müssen ja die Fitness ja nicht bis zum geht nicht mehr runterprügeln. Jetzt aber komm. Yes! Kovacic gleich beteiligt. Schön reingedreht. Cheek schon wieder aufgepasst, Valesa. Schade. Langer Ball von Lichnowsky, leider nicht. Und es kommt der Valesa. Schauen wir uns mal an, wen wir hier austauschen können. Tauschen wir aus, nämlich Elmo rein. Und ich riskiere es. Schön von Suarez. Ja, diese beschissene Drehung. So, gute Gelegenheit zum Tauschen. Gelb-Rot nebenbei noch. Absolut verdient. Ja. Pop kommt rein, Madeira kommt rein. Oh ja, die hier mit einem Seitfallzieher. Kovacic mit dem Foul. Komm, Kovacic mit dem langen Ball. Nochmal Kovacic, langer Ball auf Madeira, komm. Boah. Zu nah am Torwart. Banas. Yadi. Die kommen ja gar nicht vors Tor. Kovacic, schöner Roulette. Madeira verliert schon wieder den Ball. Ja, Suarez, was war das denn? Ah, Grant Beck. Immer zur Stelle. Pum. Kovacic. Lupfer auf Madeira, aber im Abseits. Ah, da passt der nicht auf. Minimal im Abseits. Langer Ball. Ja, das Spiel ist irgendwie nicht so... nicht besonders. Plätschert so vor sich hin. Ja, die... Pum. Kovacic mit dem Roulette-Versuch wird aber mitten in der Aktion geblockt, beziehungsweise vom Ball getrennt. Ja, jetzt werfen die nochmal alles nach vorne. Binting passt auf, ja, die Lichnowsky abseits. Ja, das war deutlich. Gut, dass er mitgelaufen ist.
Letzte Chance vielleicht noch für uns. Ja, jetzt komm. Yes! Klasse. Da kriegt er mal die Chance. 4-0. Ja, 4-0. Ja, 4-0, ne? Tor ist Tor. Und wieder 0 Gegentore in der Liga. Ja, leck mich fett. Vier gemacht, 0 Gegentore. Also das ist wirklich, also so eine Serie habe ich auch noch nicht gehabt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die Verteidigung zum Schluss nochmal super. Der Gegner, der kommt ja zum Schluss nochmal, ne? Mit langen Bällen und so weiter. Wenn du da richtig stehst, guck mal. 6 Spiele. 21 Tore. Ein fucking Gegentor. Ich muss mal kurz überlegen, wie das Gegentor aussah. Gegen Wisła Krakow, da kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß es nicht. Da müsste ich nochmal nachgucken. Unglaublich. So, wenn wir auf 9000 knapp erhöhen, dann sind wir bei Platz oder auf Platz 11. Und jetzt müssten wir eigentlich das Stadion ausgebaut haben. Jawohl. Gucken wir uns gleich genauer an. Oh, Hähne wieder fit. Ansprache war erfolgreich. Nabil, ja, die bedankt sich. Ja, alles wunderbar. Infrastruktur. Nee, gar nicht wahr. Karten. So, 270.000 kriegen wir beim Ausverkauften aktuell. Kriegen wir verkauft. 293.000 hatten wir am Anfang. So. Jetzt bin ich... Achso, warte. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, warte. Kann sein, dass es noch nicht wirkt, weil es jetzt erst fertig geworden ist. Ich mach mal einen Tag weiter. Transfermarkt, Gerüchte. Irgendwelche heißen Dinger. Eigentlich nicht so. Jugendspieler entdeckt. 15-jährige Piotr Witek. Oh! Es geht los, Leute. Es geht los. Leck mich fett. Aber ein scheiß Distanzschütze. Dann noch Außenbahnspieler. Ja, dann noch Kritiker und schnell zufrieden. Scheiße. Er könnte als offensiver Mittelfeldspieler agieren. Ich glaube, den werde ich auch so ummünzen. Ah, natürlich nehmen wir den mit. Ja, leck mich fett. Pass auf, wir werden den, wenn ich den habe. Mit der offensiven Mittelfeldspieler. Ganz einfach, ich kick den einen raus. Offensive Mittelfeldspieler kommt rein. Sind wir automatisch stärker. Ja, fett. Und wir spielen gegen Barca als nächstes.
So, wir spielen ja zu Hause. Ich muss nur mal eben wegen den Karten gucken. Weil erwartete Zuschauerzahl nur 7000, möglicher Verkauf ebenfalls nur 7000. Ah, jetzt hat sich das aktualisiert. Ah, guck mal, wir haben hier 293.000 Euro hätten wir einnehmen können. Wahrscheinlich, weil die Tribünen hier gerade neu aufgestellt worden sind, kann ich die jetzt noch ein bisschen anheben. So. So. Hinterm Tor ist die Arena hinterm Pennymarkt. Ausgebaut. Alles klar. Das heißt, wir haben fast 100.000 zusätzliche Einnahmen dazu gekriegt. Bei 300 irgendwas tausend Ausgaben. Das heißt, bei circa... Bei circa 3 Spielen hätten wir die Ausgaben wieder drinne. Und das wäre ja mal nicht schlecht, ne? So, Stadion. 380.000. Könnten wir auf 10.000 erhöhen. Die Schritte wären anscheinend kleiner. Also 10.000 würde ich dann auf jeden Fall noch ausgeben. Ah, da muss ich gucken, wir nehmen Geld. Aber halt ab einem gewissen Punkt wird das wahrscheinlich, wird's unsinnig sein. Weil wir dann wirklich ein größeres Projekt starten könnten. Gut. Wir schauen uns mal den Wilk an, der momentan, ja, so langsam verliert. Aber noch 3 Wochen nur noch. 3 Wochen. Das heißt, er verliert gar nicht so viel. Er verliert also auch nicht den Anschluss. Warte mal, eben noch gucken. Marktwert, er war bei 9 Millionen. Es ist aber 7,8. Warte, ich kann noch mal genauer gucken. Marktwert, ja, 9,49. Das ist aber 7,75. Ja, ergibt sich einfach vom Ganzen, ne? Von der Situation. Aber ich kann ja noch mal mit ihm spielen. Du hast gut trainiert, was total keinen Sinn macht, aber ich sag's ihm einfach. So, gegen Barcelona, da schicken wir natürlich unsere besten Leute hin. Obwohl der ja auch jetzt nicht so verkehrt wäre. Ich glaube, den lasse ich. 21 Millionen für einen Verteidiger. Ja, leck mich fett. Der hat ja noch plus 2 Jahre. Boah, das wird so geil. Den lasse ich drinne. Lichnowsky. Ja, zuletzt nicht so geil gespielt. Obwohl doch. 2,5. Aber davor dann nicht so. Wie schaut's mit Bugaidis aus? Ja, minus 3 auf Linksverteidiger. Ist schon mal nicht schlecht. Details. Ja, solide, mehr aber auch nicht. Warte, ich guck mir das nochmal, warte, die Bugis gucke ich mir nochmal genauer an. Ja, das super Zweikampfwerte. Ich glaube, den lasse ich spielen. Zusammen mit Binting.
Links lasse ich Banas laufen. Ich glaube, der macht das ganz gut. Oder ich lasse den Bugaides links ran. Und ich pack den Lichnowsky in die Mitte. Aber ich glaube, ich mach das so. Gut. Heuberg lasse ich natürlich draußen, weil die harte Nummer muss ich dem jetzt auch nicht zumuten. So, es ist bei 100 Punkten angelangt. Du trainierst sensationell. Plus 4 euphorisch. Nice. Quarcik. Zidane, okay. Madeira, je nachdem. Weiß man ja nie, ob man den einsetzen kann. Wird wahrscheinlich eh nicht treffen bei der gegnerischen Stärke. Was hat denn da jetzt für... Möchte fair bezahlt werden, möchte Stammspieler werden. Da wird's an der höchste Zeit, dem mal zu sagen, pass auf, Ziele runterschrauben. Er akzeptiert und man möchte jetzt... Möchte fair bezahlt werden, mit einem offensiv ausgerichteten Spiel, möchte, dass Reda Yadi verlängert. Musste mehr als ein Jahr unter Vertrag stehen. Ja, ja. Hä? Reda, hat er gesagt. Reda Yadi. Ey, was sind das denn für beschissene Forderungen? Ist nicht mal ganz dicht, oder was? Bis 2019? Ja, ist ja noch genug Zeit. Der betreffende Spieler muss noch für mehr als ein Jahr unter Vertrag stehen. Das würde ich hinkriegen. Das werde ich auch hinkriegen, aber möchte dafür bezahlt werden. Ich glaube, da kommen wir nicht dran vorbei. Das Ziel ist erreicht, wenn der Spieler ein faires Gehalt erhält und er auch im Vergleich zu seinen Mitspielern fair behandelt wird. Und faire Gehälter, Hene Nabeljadi. Oh Mann, 629. Okay, da muss er auf jeden Fall ein bisschen mehr kriegen. Verstehe ich. 480.000. Ja. Da kann man was machen. Muss nur mal gucken, wer noch am Meckern war. Erstmal hier unter Details. Okay, Hene möchte einfach nur fair bezahlt werden. Und dann gucke ich hier nochmal hier rein. Okay, also Bugaides möchte fair bezahlt werden, das heißt Gehaltserhöhung. Der Suarez, Bugaides, Suarez, Valesa, Hörbig. Ja, das lässt sich, denke ich, machen. Gut. Alles klar. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Und ich werde mich um die Verträge kümmern. Das mit dem Stadion, da müssen wir auch nochmal überlegen. Wird sich wahrscheinlich eher lohnen, eins zu bauen. Anstatt auszubauen. Aber gut, lasst was erstmal so stehen. Schreibt mir eure Meinung auf und bis zur nächsten Folge gegen Barcelona. Bis dann.